Okay, ich höre dich noch. Warum? Seltsam. Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe von Backstage mit Gig Performer in Trommelwirbel deutscher Sprache. Mein Name ist Erik Schütz und ich werde versuchen, diesen Livestream so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Falls das irgendwann mal ein bisschen hakelt, habt Nachsicht, Nachsicht mit mir. Es ist jetzt für mich das erste Mal auch. Bin ein bisschen nervös, aber ich denke, das wird sich noch einrenken. Ja, wer im Gig Performer Support Forum unterwegs ist, der wird mich vermutlich unter meinem Nickname kennen. Also ich bin dort bekannt unter Shamas. Und wer das Forum noch nicht kennt, der Link steht sollte in der Videobeschreibung stehen. Wäre cool, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Natürlich auch auf das Glöckchen drücken, dass ihr immer eine Benachrichtigung erhaltet, wenn da was los ist bei uns. Ja, um was geht's? Natürlich um Gig Performer und zwar in der Version 4 momentan. Gig Performer ist eigentlich der geniale Plugin-Host für live performende Musiker. Und Leute, so viel vorweg, heute geht's ans Eingemachte. Mein Gast für heute, das ist der Markus Lamek. Und der wird uns heute seinen wirklich beeindruckenden Default Rackspace zeigen. Wie im Werbetext schon steht, ist das ein Gem Rackspace, hat eine unglaubliche Flexibilität, vergleichbar mit einer Workstation, aber ist genauso benutzerfreundlich wie ein Entertainer-Keyboard. Ja, was haltet ihr eigentlich von der Idee von einem deutschen Stream? Wir haben ja jetzt doch eine relativ breite Userbase auch in Deutschland und das Thema, was wir heute zeigen und behandeln, das ist eigentlich relativ komplex. Das Ganze dann in Englisch abzuhandeln, ja, wäre sportlich, und dann haben wir uns überlegt, ja, wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das jetzt einfach mal auch in Deutsch machen können. Ich guck mal gerade, wir haben hier John Ma aus Frankreich, der zuschaut. Natürlich der Brett Pontecorvo, der sonst immer die englischen Streams moderiert. Michael Kaisers, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aus den Niederlanden. Wir haben hier einen Facebook-User aus Wolfsburg. Und natürlich unseren David Jameson aus den USA, der Chefentwickler von Gig Performer, schaut uns auch über die Schulter. Hallo in die Welt. Hello folks over broad. Yeah. Ja, jetzt nicht ins Englisch verfallen. Ja, wir waren beim Markus seinem Default Rackspace. Ich glaube, wir holen den Markus jetzt einfach mal dazu. Hier ist er, der Markus. Im Forum bekannt unter dem Namen Lee Harvey ist er auch recht aktiv.
Und ja, Markus, ich habe jetzt gerade gesagt, du wirst uns heute deinen Default-Rackspace vorstellen. Soweit ich das jetzt im Vorfeld, was du mir schon gezeigt hast, hat das Ding 16 Slots, sieht auf den ersten Blick aus wie ein Mischpult, ist es aber nicht. Und du kannst damit beliebige Sounds, dass da diese Slots mit beliebigen Sounds füllen, kannst sie kombinieren, kannst splitten, oktavieren, nahtlos zwischen Kombinationen wechseln und das alles, ohne dass irgendwas zusammenbricht oder es zu Notenhängern kommt. Ja, ist natürlich ideal zum Jammen oder wenn man irgendwie kreativ unterwegs ist und irgendeinen Song entwickeln will. Und das Ganze ist dann auch verkettet gleichzeitig über OSC. Als Fernsteuerung benutzt er dann sein Handy. Also das Gig Performer, der große Gig Performer Screen ist für dich eigentlich relativ unwichtig. Da guckst du jetzt gar nicht drauf, wenn du am Spielen bist, ne? Ja, also erstmal hallo Erik Ja, genau, ja, und hallo. hallo Internet, keine Ahnung. ja, vielleicht kurz mal, wie ich irgendwie dazu überhaupt gekommen bin, zu Ja, Gig das wollte ich dich Performer und dieser sowieso ganzen fragen. Sache. Stell dich mal kurz vor und seit wann machst du Musik? Wie, Das von weiß ich schon welchen gar nicht mehr. Instrumenten kommst du? Ne? Wie lange benutzt du schon Gig Performer und natürlich, warum bist du bei Gig Performer gelandet? Dann bitte, du hast das Wort. Ja, also ich bin erstmal reiner Hobbymusiker, muss ich dazu sagen, und habe bisher auch immer hauptsächlich Freude daran gehabt, in Bands zu spielen, wo wir eigene Songs machen, und bin jetzt kein Cover-Musiker und muss es auch nicht beruflich machen. Es hat Vor- und Nachteile, also eher Vorteile für mich, weil ich da irgendwie frei bin in Sachen Kreativität und brauche keinen Stress zu haben, damit Geld zu verdienen. So, und ich komme eigentlich von der Workstation. Also ganz früher noch Orgel gespielt, Heimorgelunterricht gehabt und so weiter. Und aber mein erstes richtiges Instrument war halt dann der Korg T3. Ich weiß nicht, aber das ist der Korg M1, kennt vielleicht jeder Ja, den hatte ich auch mal gehabt, den Nachfolgermodell. M1. Der T3, Ja. den wollte ich gern haben, aber der hat zu viel gekostet damals. Und ich habe mir dann eben den gewünscht, anstatt den Führerschein zu finanzieren, Ah ja. finanzieren zu lassen. Genau, bin dann bei Korg Workstations geblieben, bis zum Kronos zum Schluss. Und finde und fand die Combination heißt es bei Korg irgendwie, also so ein Modus, wo man eben bis zu 16 bei einzelne Instrumente am Keyboard eben layern und splitten und sich aufteilen kann, etc. Und habe eigentlich immer mit diesen Combinations dann quasi gespielt. Das gab es vom M1 eben bis zum Kronos, da hat sich von der Logik nicht viel geändert. Und der große, und vielleicht das noch, und habe mal quasi alle Songs, die er selbst durchkomponiert quasi waren oder von Bandkollegen, die Soundwechsel so eben programmiert, dass ich immer nur eine Combination weiterschalten musste. Und das habe ich jetzt eigentlich bis jetzt mit übernommen, wie man dann bald sehen wird. Aber Okay. der große, große Nachteil von diesen Workstations ist, dass das hat mich immer genervt. Man ist halt sehr, sehr, man muss sehr viel überlegen und sehr viele Einstellungen machen. Also wenn man jetzt irgendwie zugerufen bekommt, irgendwie, hey, jetzt mach irgendwie, oder wenn man beim Jammen ist in der Band, während die Band spielt, quasi live, sich überlegt, ah, jetzt wäre es gut, irgendwie, wenn ich irgendwie bei dem Part und so weiter, das und das, den und den Klang da und da habe, das dann in der Workstation zu programmieren, in Anführungszeichen, reißt einen komplett also man muss eine Pause machen. Man kann nicht weiterspielen und gleichzeitig das machen, das geht nicht, ja, oder nur sehr, sehr begrenzt. Aha. Das hat mich immer genervt, dass die Bedienung quasi so schlecht ist, um live zu Sounds Soundvorstellungen umzusetzen im Naja. Jam-Betrieb. Ja.
Solche Sachen, ich habe irgendwann mal auch im Musikladen irgendwie gearbeitet, darum kenne ich auch die Aha. Korg, Schmarrn, Korg, Yamaha Tyros, also die Entertainer-Keyboards mit Begleitautomatik, Ja. die, wo ich denke, boah, da ist die Bedienung ja wirklich sehr, sehr einfach. Da kann ich irgendwie bis zu vier Sounds, irgendwie zwei links, zwei rechts, irgendwie beliebig und sehr schnell auswählen und die ganzen Effekte werden automatisch mitkopiert. Etc. Also die Bedienung hat mir da immer sehr, sehr gut gefallen. Genau. Und jetzt kam ich zu deinem Punkt, wo ich mir dachte, ah, Korg Kronos, ja, schön und gut. Schön und gut. Ich mache auch mit Cubase, in Cubase komponiere ich quasi oder mache halt Songs. Ja, alles Und klar. es war auch immer eigentlich ein Wunsch von mir. Und wäre schön gewesen, halt immer mit den Sounds, die ich halt beim Komponieren in Cubase verwende, über die VST-Instrumente, wenn ich diese eins zu eins einfach zack mit auf die Bühne hätte nehmen können, das Ja, wäre klar, man natürlich hat ja auch dann immer gut immer irgendwie einen gewesen. Unterschied. Also du baust dir, nimmst dir irgendeinen VST halt. Der Klang gefällt dir wirklich gut. Du hast damit was komponiert, irgendwas, einen Sound gebaut und ja, und dann möchtest du den gerne mit auf die Bühne nehmen. Ja, aber wie? Genau, das wäre schon irgendwie, war auch immer in meinem Hinterkopf. Und vielleicht auch noch dazu zu sagen, mein Ding, ich habe zwar irgendwann mal dann doch auch einen Führerschein gemacht, auch wenn ich den Hm? Korg C3 damals irgendwie bekommen habe von meiner Oma, aber ich fahre quasi kein Auto. Ich brauche nicht, wohne quasi in der Großstadt und in der Nähe von einer Großstadt, München. Ah, Und okay. mein Equipment ist so, wie ich habe immer nur Workstations gehabt, die 5 Oktaven sind. Das ist vielleicht irgendwie auch noch irgendwie wichtig zum dazu sagen, weil wenn ich 88 Tasten hätte, müsste ich nicht so viel und so oft umschalten. Natürlich könnte ich da mehr splitten und so weiter, aber mit 5 Oktaven muss ich dann doch sehr häufig umschalten. Und ja, jetzt habe ich mir quasi irgendwann mal irgendwie Gig Performer ab der Version 2, das war 2018. Ja, bist ja schon ein paar Jahre mit dabei noch, ne? Genau, gekauft und war erstmal irgendwie, dachte, boah, hoffentlich funktioniert das irgendwie, okay, erstmal die ganzen Kronos-Sachen gesampelt, damit ich die erstmal eins zu eins, die Songs und die Sounds, die ich bisher hatte, quasi gleich mit übernehmen konnte, ohne mir Ja. das Neue zu suchen, die Sounds. Und habe halt immer gedacht, um Gottes Willen, irgendwie, das stürzt hoffentlich nicht ab und so weiter. Bei MMPC auf die Bühne und so weiter war ich immer sehr skeptisch. Aber Und? bisher halt tatsächlich noch kein Absturz. Ne? Ja, Aber großartig, ne? der Korg Kronos, ungelogen, der ist live leider ab und zu Ui. abgestürzt. Ja, das Und ist natürlich bitter. der bootet dann auch mal gerne über 3 Minuten, wenn man Ja. eigene Samples irgendwie hat. Also das, Also also, ich aber. habe mal einen nicht mit Samples bestückten einfach mal Neugierde halber im Geschäft anspielen wollen. Er war ausgeschaltet, habe ich gesagt, ja, okay, mal Kopfhörer reingestöpselt, das Ding angeschaltet und gewartet und gewartet und gewartet. Ich sag, uiuiui, na gut. Das war ich Ja. von anderen Synthesizern und Keyboards eigentlich nicht so gewöhnt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also von daher, ja, wenn da noch Samples mit dabei sind, braucht man Zeit. Gut, und jetzt fangen wir mal irgendwie an. Ich zeige jetzt einfach mal Genau. hier das zum Beispiel. Also ich habe jetzt einfach hier Das mein ist eigentlich, Keyboard. der Markus hat jetzt, muss ich dazu sagen, der hat jetzt eine kombinierte Ansicht zusammengebaut für uns hier im Stream. Man sieht also natürlich links oben sein Gesicht. Avatar. Ja, genau, der Avatar. Unten sieht man sein Keyboard. Also ich sehe gerade, du hast hier einen Roland A800 am Start. Das hab ich auch. Ist eigentlich ganz cool. Und die rechten oberen 2/3 vom Bild nimmt dein Handy-Bildschirm ein. Also das ist Genau. quasi deine, sieht man ja auch noch auf dem Keyboard liegen. Also das ist eigentlich 1:1 der Handy-Bildschirm. Das ist jetzt deine Fernbedienung für Gig Performer sozusagen. Damit kannst du alles machen. Oder quasi mein Display von meiner selbst gebastelten Workstation. Ne? Ich habe also quasi mit Genau. Gig
mit Hilfe von Gig Performer meine eigene Workstation von der Bedienoberfläche programmiert oder erstellen können. Genau. Und sehr cool. Man sieht oben, also das ist ja einfach nur, damit ihr das besser seht. Ne? Ich habe das einfach irgendwie direkt jetzt irgendwie hier in den Stream rein und irgendwie immer, wenn ich am Handy quasi touche, dann seht ihr das mit so einem gelben Punkt oder wie. Also wo du jetzt genau hingetippt hast, ne? Genau. Sieht man diesen orangen Punkt oder gelben, genau. Ja dann... Gut, und jetzt irgendwie einfach kurz zu teasern, bevor wir irgendwie jetzt in Gig Performer dann quasi einsteigen, genau. Können wir jetzt irgendwie das kurz mal zeigen. Also ich habe hier jetzt zwar am Handy-Display 12 Slots quasi zu bedienen, aber es reicht mir auch vollkommen. Na, immerhin. Also. Das bedeutet... Wenn wir uns jetzt irgendwie auf das Handy-Display mal konzentrieren, in diesem blauen Bereich, drücke ich jetzt einfach mal drauf. Und jetzt habe ich im oberen Bereich verschiedene Kategorien von Sounds. Mhm. Und unten jeweils die Sounds, die in diese Kategorie passen, eventuell hier noch mit mehreren verschiedenen Seiten. Und ja, da tue ich mir jetzt einfach in Kategorie E-Piano jetzt einfach mal hier zum Beispiel dieses E-Piano aus und dann wird auch, ja, kann ich sofort eigentlich das E-Piano spielen. Ja. Ja. Ich gehe nochmal rein, wähle mein anderes Instrument, dieses Klavier und sofort kann ich das heißt sofort, natürlich muss es geladen werden, aber es geht dann doch relativ schnell. Sehr cool. Also live, also wenn ich Songs dann, wenn sie durchkomponiert sind, aber man wird sehen irgendwie, also ich mache diesen Ladevorgang ja nicht während ich Songs spiele, sondern nur während ich die Songs auswähle. Ja. Also das bedeutet... Diese Auswahl hast du für jeden dieser hier auf dem Handy 12 Slots. Dann kannst du... Genau, jetzt gehe ich jetzt zum Beispiel zum zweiten und könnte mir jetzt zu dem Piano, was ich gerade gewählt habe, irgendwie vielleicht irgendein Pad auswählen. Mhm. Das ist jetzt, man sieht es gerade hier, das habe ich so gemacht, wenn ich noch ein zusätzliches wähle, dass es nicht automatisch angeschalten wird. Angeschalten heißt der rote Rahmen. Ja. Und wenn ich das jetzt, ich kann es unterschiedlich anschalten. Das Schönste ist, blau markiert heißt, dass meine Hardware-Knöpfe vom Keyboard diese Klangfarbe, also dieses Warm Glue, jetzt hier verändern. Und ich habe hier auf diesem Knopf einfach die Lautstärke. Und wenn ich die jetzt hochdrehe, dann geht er auch automatisch an. Und ich kann jetzt quasi jedes Pad einfach dazu fahren. Genau, so kann ich bis zu 12 Instrumente, rein theoretisch, jetzt nehme ich jetzt noch ein Instrument, irgendwie vielleicht hier so Glocken. Das ist auch erstmal aus. Hm? Okay. Und drehe es hoch. Ja. Ja, jetzt höre ich alle drei Sounds. Das ist jetzt mal sehr so cool. Ganz, ja. Ganz einfach. Was man jetzt auch gesehen hat, also es ist nicht nur das dein Gig-Performer, was wir noch nicht gesehen haben, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, dass das nicht nur auf dein Handy reagiert, sondern natürlich auch auf die ganzen Controller, die du auf deinem Keyboard zur Verfügung hast. Also das ist alles miteinander verzahnt. Wenn du jetzt am genau. Keyboard was regelst und dann geht das natürlich sowohl in den in Gig-Performer rein, als auch wird auch per OSC auf dem Handy gespiegelt. Ne? Genau, und ich kann bedienen entweder über Touchscreen, also ich mache jetzt einfach mal wieder die Instrumente einfach aus, kann ich sie hier wieder dazu schalten. Mhm. Oder ich kann die Lautstärke auch direkt, also man sieht, das ist diese grüne, ja, diese grüne Zahl 62 zum Beispiel, da drücke ich jetzt mal drauf und kann die halt irgendwie auch am Handy quasi natürlich logischerweise hier steuern. Ich habe mir das immer so gemacht, dass wenn ich quasi irgendeinen Wert verändere, dass man den ganz groß links und rechts am Display, am Handy quasi auch noch sieht.
Ja, ist praktisch. Dass ich nichts mit meinen Fingern überdecke, quasi dann immer. Dass ich immer ja, sehr cool. großen Wert irgendwie quasi habe, auch wenn ich da rumtatsche. Ja. Gut, und bisher sind jetzt quasi die Funktionen, ja, Instrument eingeschaltet oder ausgeschaltet. Jetzt ist alles aus, habe aber das Sustain-Pedal noch gedrückt, deswegen. Ja, es klingt noch was nach. Man sieht das auch an diesem S, an dem roten S am Display, am Handy, ob genau. es an oder ob ich das Sustain-Pedal gerade drücke oder nicht. Für euch noch ganz praktisch. Ja, jetzt machen wir einfach mal ein Spielchen. Mach doch mal einen Split-Sound, keine Ahnung, Pad unten und oben ein Lead-Sound. Jo, kommt drauf an, ob ich das Pad, also sagen wir mal, ich spiele jetzt gerade mal sogar mit dem Klavier und diesem Pad. Ich bin gerade okay. im Spielen, ne? Ja. Und ich denke mir das gerade, ach, okay, dieses Pad hätte ich eigentlich gerne jetzt links und rechts irgendwie dann ein Lead-Sound dazu. Dann würde ich erstmal Folgendes machen. Erstmal irgendwie ein bisschen mitspielen und mir irgendeinen Lead-Sound wählen. In der Kategorie Solo-Synth wähle ich mir einfach hier mal den ersten an. Und würde jetzt mir, kommt darauf an, ob ich den Sound, den ich gerade spielen möchte, also dieses Klavier mit dem Pad kombiniert, ob ich den noch brauche oder nicht. Ich nehme mal an, ich brauche ihn noch, deswegen gehe ich hier auf eine andere Variation. Unten dieses Kreuzchen, ich kann das mit dem Handy bedienen, kann das aber auch hier mit alles mit meinem Keyboard bedienen. Kann also auf eine Krass. Andere Variation gehen und kopiere mir das schnell, dass ich jetzt trotzdem noch weiterspielen kann. Jetzt mache ich das Lied, den Lead-Sound einfach an, dann habe ich den Lead-Sound schon mal da und kann den aber sagen, das soll im Upper-Bereich sein und das Pad nur im Lower-Bereich. Jetzt habe ich das Pad nur im Lower-Bereich, aber viel zu tief. Ich müsste es oktavieren. Ich kann das auch über, ich mache es mal übers Handy. Kann ich hier einfach, machen wir zwei Oktaven höher. Und schon habe ich quasi eigentlich das, was du wolltest. Ja. Und jetzt gibt es noch weitere Feinheiten quasi, wenn man spielt. Ja. Mit so einem Sound merke ich gerade, verdammt, das Sustain-Pedal ist jetzt blöd, dass es auf meinem Lead-Sound auch reagiert. Ich will es ja eigentlich nur auf meiner linken Fläche haben. Also gehe ich hier zu meinem Lead-Sound, dass es blau ist, und habe hier Sustain, was ich hier abwähle. Und schon kann ich mit meinem Sustain-Pedal weiterhin das Pad, aber nicht mein Lead-Sound steuern. Ja, sehr cool. Hier jetzt noch was, wenn man jetzt gerade irgendwie sowas irgendwie hat. Ja. Ich will mit meinem Pad spielen und ein Solo spielen, aber wenn ich das Pitchband irgendwie bewege, will ich auf keinen Fall, dass mein Pad da irgendwie mitpitcht. Ja, richtig. Also gehe ich zu meinem Pad und mache das Pitch hier aus. So. Pad ein bisschen lauter. Genau. Genau, und kann jetzt auch einfach wieder zurückgehen zu dem, was ich vorhin hatte. Klavier und Pad. Und zwar Pad, das tiefere Pad, zwei Oktaven tiefer. Ich schalte um. Beides ist noch zu hören, also ist noch zu hören und ich kann sofort. Ich kann sogar bei dem Pad jetzt irgendwie hier noch so die Oktavlage, den Grundton noch adden. Also das heißt, ja, dass jetzt zum Beispiel beim D7 in der Umkehrung automatisch ein D umgespielt wird. Ja. Mach mal aus. Ich habe mal gerade die Namen ausgeblendet, dass man deine linke Hand besser sieht. Was? Bitte? Ja, ich habe nur... Die Namensschildchen waren immer noch eingeblendet und Ach so. Dann hat man deine linke Hand ein bisschen schlechter gesehen. Oh, meine schöne linke Hand. Lass dich nicht irritieren. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube irgendwie, die Bedienung oder der Sinn oder die Sache ist ein bisschen klar geworden. Ich kann jetzt nochmal reingehen irgendwie so in so einen freien Bereich. Ich kann jederzeit, wenn ich mir 12 verschiedene Instrumente
ganz schnell anwählen, egal, ich mache jetzt einfach random Mess, also zufällig irgendwelche wähle ich mir an. Und kann jederzeit, jetzt sind sie alle aus, über den roten Rahmen sichtbar, alle miteinander beliebig kombinieren. Kann jederzeit schnell sagen, ob irgendwas im Upper- oder Lower-Bereich sein soll. Kann jederzeit entweder über Handy-Touch direkt oder über das, über die Hardware, also über mein Keyboard quasi, das Instrument, was gerade blau markiert ist, sehr schnell Parameter wie Lautstärke, Hall, okay. Delay oder Oktavierung. Das war hier. Und noch weitere Sachen, wo wir vielleicht noch dazukommen, einstellen. Das kann man dann sehen. Und es funktioniert alles. Ja, das ist nämlich das Großartige, dass bis jetzt bei all diesem Zeug, was du hin und her geschalten hast, dass da nichts hängt oder, genau, also, unter den Tisch fällt oder ja, Hut, das ist wirklich Hut ab vor den Programmierungen, von der Programmierleistung von Kick Performer. Also, ja, das sieht man eigentlich. Weil ich habe mir da beim Skripten bei weitem nicht viel Mühe gegeben, dass es also so performant läuft und so weiter. Also ich bin diesbezüglich kein so guter Programmierer. Ne? Also ich, ja. Naja, jetzt. Naja, stell mal dein schon. Licht nicht unter den Scheffel. Also das ist, wie viel Zeilen Script arbeiten im Hintergrund, so ganz grob? Grobe Hausnummer. 7000 im normalen Rackspace Script. Das sind jetzt aber die einzelnen Striplets noch nicht dabei. Aber ich bin tatsächlich seit 2018 versuche ich immer wieder neue Sachen zu finden, die ich verbessern kann, weil Gig Performer 2.0, muss man dazu sagen, da gab es auch noch nicht, da gab es noch keinen Global Rackspace. Und es wird immer weiterentwickelt, sodass es mir auch immer Spaß gemacht hat, die neuen Sachen immer mit zu nutzen. Für meine Vorstellung, ich denke mir ein Instrument oder eine Instrumentenkombination beim Jammen und es soll am besten meine Gedanken lesen. Das, was ich haben will, soll eingestellt werden. Ich will aus dem Spielen nicht rausgerissen werden. Und ich will keine 20 Keyboards, keine Solina, keine Hammond und was weiß ich alles irgendwie rumstehen und vor allem nicht schleppen wollen. Und ja, vor allem natürlich. Ja, also das. Man wird ja auch nicht jünger und die Knochen werden nicht kräftiger. Ich habe jetzt gerade mal die allgemeine Frage an unsere Zuschauer eingeblendet. Wie sieht's aus? Benutzt ihr eigentlich in euren Rackspaces auch Scripts oder Scriptlets? Schreibt mal was dazu, würde mich echt mal interessieren. Also ich für meinen Fall benutze ab und zu welche, aber eigentlich in einem moderaten Rahmen. Also 7000 Zeilen Code, no chance. Also wenn es vielleicht mal 70 sind, dann sind es wirklich viel. Würde mich mal interessieren. So, Markus, wie sollen wir jetzt weitermachen? Sollen wir dann gleich mal... Ich mach mal den Vorhang auf, ja. Nee, warte mal. Ich will vorher noch was dazu sagen, weil wenn wir es jetzt gerade von Gig Performer Versionen haben, muss ich noch kurz vorher, bevor wir den Vorhang aufziehen, noch was sagen. Also der Markus und auch ich, wir sind beide im Beta-Testing-Team von Gig Performer und die Version, die Markus hier zur Demonstration benutzt, ist die aktuelle Beta-Version. Ja, also wenn jetzt gleich der Screen aufgeht und ihr seht da jetzt irgendwas, was ihr so noch nie gesehen habt oder so nicht kennt und dann kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass das die Beta-Version ist, dass das irgendwelche Features sind oder irgendwelche Widgets zum Beispiel, die ihr jetzt in eurer offiziellen Version 4, 5, 8 noch nicht habt, dass das damit zusammenhängt. Wir haben die Erlaubnis zum Zeigen, also wir dürfen das auf dem Bildschirm darstellen, aber wir
haben nicht die Erlaubnis, da jetzt irgendwelche detaillierte Informationen rauszugeben, also was jetzt noch alles drin ist oder ob da jetzt irgendwelche, was da noch an Script-Funktionen dazukommt oder auch wann die neue Version irgendwann erscheinen wird. Das wissen wir eigentlich auch selbst nicht. Wie gesagt, wer neue Features bemerkt, der darf sich dann jetzt gern darüber freuen und darf dann mit uns zusammen die Daumen drücken, dass das Entwicklerteam die neue Version dann so schnell wie möglich rausbringt. Aber bei Fragen dazu gibt es daher statt eines Killerkommandos von uns eben nur kein Kommentar als Antwort. Sorry dafür. So, und ich würde sagen, jetzt zieh mal den Vorhang auf. Ja, eins möchte ich noch dazu sagen. Ja. Alles, was ich da jetzt irgendwie zeige, also hätte nicht die Beta-Version in dem Sinne sein müssen. Das hat jetzt nur für mich praktische Sachen, da ich das Projekt nicht mehr in der alten Version öffnen habe können. Aber bis auf die Optik-Sachen, die ihr bemerkt, vielleicht, wo man andere Farben einstellen kann, andere Fontarten oder sowas. Mhm. Ich verwende irgendwie dafür, was ich irgendwie hier zeige, nichts von den neuen Featuren. Glaube ich zumindest. Ich glaube, dass ich nichts verwende. Ja, genau. Es ist okay, ist ja immer ein fließender Prozess, was dann dazukommt und ob man es dann benutzt oder nicht. Vielleicht dann ist das auch so, dass du irgendwas benutzt hast und denkst jetzt nicht mehr dran. Whatever. Also dann, ich mache mal deinen Bildschirm so groß wie möglich, dass die Leute auch was sehen. Und ich zeige genau das, was wir jetzt gemacht haben, einfach komplett wie jetzt Performer ausschaut bei mir. Und zwar jetzt. Okay. So, hier ist er. Viele Regler. Um Gottes Willen. Ja, ist übersichtlich, ich muss dazu sagen, ne? Genau, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, weil es verschiedene, man kann Geek Performer so universell einsetzen und das finde ich auch schön, dass niemand sagt, du musst es jetzt so einsetzen, weil so habe ich Geek Performer gedacht, dass ihr das so einsetzt, sondern dass es so offen gestaltet ist, auch über das Scripting, dass man eigentlich machen kann, was man will. Viele benutzen die Widgets, also diese einzelnen Knöpfe und Tasten, die man da so einzeichnen kann bei Geek Performer dafür, wenn man live einfach einen Parameter ändern will. Das ist bei mir logischerweise hier nicht so. Live, ich habe meinen Laptop zu, ich habe nur was wir vorhin gerade gesehen haben, nur mein Keyboard und das Handy irgendwie da liegen. Ich mache hier keine, verändere jetzt diese Knöpfe, die man da jetzt irgendwie sieht, nicht live, also, sondern es ist einfach alles Knöpfe, die ich irgendwie brauche zum Sound einstellen quasi, anstatt in den Wiring-Modus irgendwie zu wechseln. Ja, genau. Da ging ich nie hin. Bin ich einfach immer da, um meine Sounds einzustellen. Und das kann ich natürlich hier auch direkt mit der Computer, mit der Maus irgendwie machen oder halt am Rechner. Irgendwie kann ich mir hier natürlich genauso Sounds auswählen und alles, was ich am Handy oder an der Hardware irgendwie hier machen kann, kann ich auch jetzt machen. Zur Orientierung, das werde ich jetzt nämlich mal ausblenden. Also man sieht hier ab dem Bereich, wo ich... Also diese untere rechte Ecke, ne? Klick Audio Player. Das mache ich mal einfach weg, weil das ist eigentlich, das ist einfach nur der Audio Player, den verwende ich irgendwie, um zu Hause zu üben. Das sind irgendwie dann... Genau, den mache ich mal weg. Und genauso gut das hier braucht man jetzt irgendwie auch nicht. Das überdecke ich jetzt auch mal mit dem hier, dass ihr trotzdem quasi das Keyboard seht, mich ein bisschen seht und was noch? Ja. Das Handy. Ja, Markus, wir haben gerade eine Frage in den Kommentaren, also der Michel Kaisers hat gefragt, wie du diese ganze Widgets zueinander ausgerichtet gekriegt hast, also wie hast du das Alignment gemacht? Ja, geht davon aus, dass es viel Arbeit gewesen sein muss. Und oder hast du das über die Koordinaten programmiert? Ja. Ich weiß, er hat sowas auch schon mal in Angriff genommen. Ich weiß, ich habe seinen Code auch schon beliebäugelt. Also es gab zu der Zeit diese Funktion noch nicht. Zumindest war sie mir nicht bekannt. Wie gesagt, ich bin ab der Version 2 irgendwie da am Machen. Und ich habe es ist alles händisch. Das ist alles händisch gesetzt, irgendwie alles händisch einmal irgendwie hier gesetzt und viel rumgepriemelt in der Tat. Es kam ja immer mehr dazu, aber es ist ja nicht von heute auf morgen, bap,
sondern so ja. peu à peu immer mehr dazu gekommen. Ja, das wächst alles irgendwie. Ja. Aber ja, also Michel hat recht, irgendwie, also die Funktion, dass man irgendwie auch sogar per Scripting irgendwie die einzelnen Widgets positionieren kann, ist schon auch schön, aber ich habe es jetzt, es ist einfach ja. so gewachsen. Aber genau. Ich denke, es ist eigentlich egal, wie man es macht, ob man es jetzt händisch mit der Maus hinfriemelt oder ob man die ganzen Koordinaten im Skript rausfinden muss. Ich glaube, richtig viel Arbeit macht beides, ne? Vermutlich. Aber im Endeffekt, also mir ist es auch immer egal, der Weg, irgendwie mir ist das Ziel war mir wichtig. Irgendwie. Mir ist selbstbewusst, ich könnte im Nachhinein jetzt vieles anders machen, schöner coden, weniger Zeilen vielleicht auch machen, nochmal über Sachen nachdenken, ob ich sie im Global Rackspace auslagere, etc. Aber ja. es funktioniert, für mich funktioniert das jetzt irgendwie so und ich bin froh und ich habe auch überhaupt gar keine Lust mehr, irgendwie jetzt dann im Büro großartig mich in diese 7000 Zeilen hinein zu versetzen. Ja, klar. Sondern ich will auch manchmal auch einfach nur Keyboard spielen. Natürlich. Das funktioniert ja ganz hervorragend, was wir bis jetzt so gesehen haben. Ja, Michel sagt, das sieht sehr gut aus, was du da gemacht hast. Und der Nemanja ist mittlerweile auch hier. Das ist der Public Relations Minister von Geek Performer, könnte man sagen. Ja, der hat eigentlich angemerkt, dass deine Arbeit, dein Rackspace hier, dass das ja schon ein großartiger Beta-Test ist. Also man kann sagen, obwohl die Software im Beta-Status ist, läuft das Ding immer noch super stabil. Ja. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich bei einem Beta-Tester dabei bin. damit man sieht, ob sogar den Schmarrn, den ich da fabriziert habe, sogar noch funktioniert. Ja, als ausgepuffter Software-Quäler bist du im Beta-Team gut aufgehoben. Ja, okay, ich würde sagen, dann mach mal weiter. Erklär mal den Leuten, was wir hier so vor uns sehen. Vielleicht gehen wir dann einfach mal eine Spalte durch, damit du erklären kannst, was dazu lösche ich vielleicht erstmal, ich kann irgendwie alles irgendwie einfach hier einfach mit dem Knopfdruck erstmal irgendwie wieder resetten, sodass ich, dass ich jetzt keine Instrumente mehr geladen habe. Und wir jetzt einfach, komm ich hierher, noch hier. Hier jetzt quasi einfach mal dieses leere Rackspace vor uns haben. Genau. Und ich lade jetzt einfach nochmal ein Instrument hinein. Einfach ganz, ganz normale Klavier. Und habe jetzt einfach hier in dem Slot 1, ich schaue jetzt quasi auf meinen Computerbildschirm. Ups. Mein Klavier geladen. Und jetzt würde ich einfach mal nach unten so durchgehen. Genau. Was das alles für Knöpfe sind. Und der Platz hat mir dann irgendwann mal nicht mehr ausgereicht. Darum habe ich hier auf der rechten Seite dann weitergemacht. Und man sieht hier Kanal 1 bis oder Slot 1 bis 16. Ja. Warum 16 waren, einfach Gewohnheitssache, weil von Quark. Ja, 16 MIDI-Kanäle, bla bla bla. Ja, wie man es halt in der Workstation hat, ne? Ist egal, ob das jetzt irgendwie hätte noch mehr machen können oder weniger, aber sind halt einfach 16 jetzt ohne irgendeinen Hintergrund. Genau, dann fangen wir mal oben. Ich habe das hier auch immer ein bisschen beschriftet. Das erste ist einfach, ob es aktiv, Bypass, Plugin. Man sieht hier die Beschriftung, glaube ich, ganz gut rechts. Und fangen wir mal mit dem einfachsten an. Das ist irgendwie aktiv und Bypass. Und der Unterschied ist, wenn ich ein Plugin bypasse, quasi auf Bypass drücke, dann heißt es bei mir nicht, dass es sofort auf Bypass geschaltet wird, sondern noch wartet, beziehungsweise noch sogar so lange wartet, bis kein MIDI on quasi mehr oder überhaupt kein, das kann, wenn, ja, wie soll ich mir sagen, warte mal, anders. Wir wählen uns hier kein Klavier aus, sondern ein Instrument, einfach eine Orgel. Ich mach mal leise. Wenn ich diese Orgel spiele und ich drücke auf Bypass, das kann ich alle, ich gehe jetzt das nur am Bildschirm jetzt irgendwie durch bei Gig Performer, dass ihr das irgendwie seht. Das Ganze
wie gesagt, bediene ich nicht mit Gig Performer, sondern mit dem Handy, aber damit ihr jetzt die Gig Performer Sachen ja, dann angeht. Sieht man jetzt eigentlich auch die Zusammenhänge, was das Handy jetzt eigentlich an Gig Performer steuert, ne? Ja, auch. Man sieht jetzt hier irgendwie, wenn ich hier auf diesen Rahmen klicke im Handy, dann geht der Bypass an oder aus. Ne? Aber was ich zeigen wollte, ist erstmal dieser Aktiv-Button. Aktiv ist nämlich eigentlich das eigentliche Bypass. Ne? Das heißt, ich mache jetzt, ich spiele jetzt nochmal, halt den Akkord gedrückt und schalte aus. Also schalte auf Bypass. Aber ja, man sieht hier oben, es ist immer noch aktiv, weil ich es eben noch spiele. Und ich soll ja nicht abgeschnitten werden. Ja, cool. Erst wenn keine Noten mehr irgendwie spielen, dauert es noch einen Moment. Und dann, man hat jetzt in aktiv, also da oben muss man irgendwie und gucken. Ja. Dann und ist jetzt es irgendwie ist erst richtig aus. Aus also, ne? Genau. Ich mache es nochmal. Also hier oben bei aktiv irgendwie schauen. Ich schalte es aus. Ich will zumindest irgendwie, ich gebe den Befehl, hey, ich will, dass du bypasst, ob das ausgeschaltet wird. Aber es wird dann erst ausgeschaltet, wenn ich loslasse. Ja, cool. Genau. Markus, wir haben hier gerade noch eine Frage vom Stefan aus Essen. Der will wissen, ob du diese Soundauswahl von VSTs, ob du das vorher schon irgendwie ausgesucht hast oder ja. Oder kannst du mit deinen Kategorien auf alle installierten Sounds zugreifen? Das ist, glaube ich, nicht so. Das ist eine sehr, sehr interessante, wichtige Frage. Zu der wir sowieso jetzt gleich gekommen wären. Ja, okay. Die Frage wird sich bald beantworten. Ja, also dann stellen wir das noch ein bisschen zurück, Stefan. Du wirst also hoffentlich deine Antwort dann bald bekommen. Schön dranbleiben, zugucken. Genau. Aufmerksam sein, was der Markus da auf dem Bildschirm hext. Gut, so, und weiter geht's, Markus. Ja, ich wollte nur noch irgendwie lobend erwähnen, dass diese Funktionalität, die ich gerade gezeigt habe, dass nicht sofort ein Instrument stumm geschalten wird, sondern erst, wenn es wirklich nicht mehr spielt, von mir kommt, sondern vom David Sand, glaube ich, so nennt er sich irgendwie im Forum. Oh ja, richtig, genau. Den müssen wir mal noch lobend erwähnen an dieser Stelle. Und das Scriptlet, was er programmiert hat, haben wir, glaube ich, irgendwie auch verlinkt in den Shownotes, heißt es so. Ja. Oh ja, die Shownotes, genau. Da sollten eigentlich eine ganze Reihe von Links drin sein, die dann aufs Gig Performer Forum, auf die jeweiligen Threads und Artikel verweisen, wo man dann diese Scripts und Scriptlets sich runterladen kann oder ansehen kann. Selbstverständlich nochmal die Einladung an alle, wenn ihr irgendwie weitere Fragen habt, wenn ihr noch nicht Mitglied beim Gig Performer Forum seid, kommt rein, kommt zur Familie hinzu. Es ist wirklich ein cooler Haufen. Das ist meiner Meinung, ohne jetzt zu sehr den Fanboy raushängen zu lassen, aber es ist tatsächlich mit eines der besten Support-Foren, die ich bis jetzt in meinem ganzen Internetleben erlebt habe. Und ich habe schon einige gesehen. Also ohne das Forum hätte ich sowas überhaupt nicht machen können. Das sind sehr viele Leute irgendwie, die wirklich im Programmieren mehr Ahnung haben wie ich, die mir geholfen haben, meine Ideen quasi umzusetzen. Das ist richtig. Ja. Da will ich nenne gar keinen Namen mehr, weil sonst vergesse ich auf jeden Fall mindestens. Ja, aber ist immer schade, sowas dann. Man muss halt dazu sagen, Amtssprache im Forum ist Englisch. Ach so, aber, ja, genau. Mittlerweile gibt es sehr gute Online-Übersetzer, dann tippt da einfach euren Text dort rein und das ist, was da rauskommt, das ist mittlerweile schon sehr gut verständlich. Ja. Genau, das waren jetzt irgendwie aktiv Bypass, die Sachen. Dann genau. Bei MIDI-IN habe ich einfach nur, dass es geöffnet wird, das MIDI-IN, den MIDI-IN-Block, so heißt es. Genau, der betreffende Block wird dann einfach geöffnet. Genau, den ich eigentlich nur dazu nutze, wenn ich dann spezielle Sachen, die gehen dann nicht übers Handy, sondern es hat mit dem Jammen dann auch nicht mehr viel zu tun, wenn ich gewisse Sachen anpassen will, und zwar entweder
ganz genau die Splitpunkte. Also wenn ich mehr wie zwei Sounds irgendwie auf der Tastatur haben will, sondern mehrere Splitpunkte dann, wenn es darum geht, dann das wirklich auszuarbeiten, so ein Song, und jetzt nicht mehr im Jam-Bereich bin. Und vielleicht mal, dass ich da so Velocity-Einstellungen mache. Ansonsten, man sieht, es ist alles auch geblockt. Also ich finde, ich verwende dieser MIDI-In-Block hat sonst eigentlich keine Funktion, außer dass ich irgendwie die per Skript die Split-Punkte hier auslese und die Velocity-Kurve. Genau, das ist irgendwie hier nur dieses MIDI-In, brauche ich eigentlich auch, eigentlich eher selten. Man sieht die ganzen MIDI-In, warte mal, kann ich größer machen hier. Die MIDI-In-Blöcke kriegen, also die sind, ja, man sieht es eigentlich nicht. Ja, man sieht es nicht, das ist ein Quatsch. Ja. Ich will nur sagen, also die kriegen gar keine MIDI-Informationen, sondern MIDI-Informationen, aber das geht jetzt vielleicht ins Detail, kriegt nur ein Master-MIDI-In-Plugin und ich teile die per Scripting dann selbst irgendwie auf und sende die dann auf die verschiedenen MIDI-In-Blocks weiter. Aber gut. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage irgendwie vom Stefan. Das war schon irgendwie auch immer mein ein berechtigter Wunsch. Ich will ja, ich habe ganz, ganz, ganz verschiedene Plugins von verschiedenen Herstellern. Und eigentlich ist es mir, also sowieso beim Jammen und so weiter, und eigentlich egal, von welchem Hersteller und welches Plugin es ist. Ich finde, ich wollte es so machen, dass ich halt einfach überall, wo ich sage, der Sound gefällt mir, den kann ich irgendwie mal verwenden, und den und den und den, und egal von welchem Plugin. Und genauso habe ich das, ich sage gleich, wie ich es gemacht habe, aber erstmal, ich halte mir hier mit der Hold-Funktion mal das Display und gehe jetzt hier, was weiß ich, mal auf Polysynth und upsa, kann die mal durchblättern, und man sieht, ja, im Display kann man es sehen, aber ich mache mal nur, hier sieht man das, glaube ich, größer, genau. Mhm. Das ist zum Beispiel Isotope Iris 2, sieht man das? Ja, also ich kann es sehen. Ja, und wenn ich da so durchblätter, steht Omnisphere da, dann kann ich quasi schon vorher sehen, von welchem Plugin der Sound eigentlich kommt. Also sprich, ich bin hier jetzt bei der Soundauswahl nicht begrenzt von irgendeinem Plugin. Und zwar deswegen, weil ich das Ganze über so ein, ja, so ein, also jetzt, am Anfang hatte ich dieses, weil ich auch Native Instruments irgendwie das Complete habe. Es gibt irgendwie, ich glaube, die Software heißt Complete. Ja, genau. Complete Control, genau. Complete Control, das, richtig. Genau, das habe ich zuerst verwendet irgendwie, das war, aber das hat nicht so richtig funktioniert, wenn ich mehrere hatte, war es problematisch, aber das sind solche Plugins, quasi die mehrere verschiedene andere Plugins quasi hosten nochmal können. Ja, da es ist also wie so ein Container-Plugin. Ne? Container-Plugin, danke, genau. Ja, bitte. Ich mache jetzt hier einfach mal, ich habe 16 für jeden Slot einfach so ein Unify habe ich hier verwendet. Eben so als, heißt dieses als Container-Plugin, was du dazu benutzt, ne? Genau. Und da drin habe ich einfach mein, in dem Fall, Monopoly geladen. Und ja, genau. Also darüber stelle ich quasi sicher, dass ich bei Gig Performer quasi eigentlich nur ein neues Gig Performer Preset laden muss. Das ist dann quasi ein Unify Preset. Ja. Und er stellt mir quasi, und das kann dann beliebig, das könnte rein theoretisch sogar auch eine beliebige Kombination aus verschiedenen Instrumenten schon sein und so, aber ich habe das jetzt eigentlich ganz basic-mäßig einfach nur ein Fach bestückt, genau. Und okay, so kann ich mir auch das Ganze eigentlich erweitern. Ich speichere quasi, ich muss halt im Unify einfach irgendeins von meinen Plugins auswählen. Da kann ich den Sound dann jeweils einstellen, und mir das gefällt und ich will ihn quasi in meiner Auswahlliste haben, dann speichere ich das als Preset ab. Und es landet dann hier
in einer Ordnerstruktur, die ich mir angelegt habe. Und das ist genau die Ordnerstruktur. Also da ist das E-Pianos, das sind dann genau die Instrumente irgendwie drin. Ja, hier sieht man, ist das eine Unify-Datei, ne? Also das gehört jetzt alles zu Unify. Genau. Ja. Aber das ist, genau, aber da speichere ich irgendwie quasi, speichere ich quasi meine Favoriten-Sounds in Anführungszeichen ab. Also die Sounds, die ich quasi hier, die am Handy. Jetzt sieht mein Handy wieder hier. Die ich am Handy über die Kategorien. Die Kategorien sind quasi meine Datei, also meine Ordner. Und die Namen, die man dann sieht, sind die Instrumente. Die Dateien dann, ne? Die Dateien, genau. Ja. Ohne das 02, das quasi zur Sortierung, die Hauptnormalsortierung, 02 E-Piano Clav. Und das sind die einzelnen Instrumente. Also man sieht schon, du hast da mächtig Hirnschmalz reingesteckt und auch einiges an Arbeit investiert, damit das alles erstens so funktioniert, wie es jetzt scheint. Ne? Und, ich bin gerne im Forum bereit, dann irgendwie ganz speziell auch irgendwie Sachen zu beantworten. Aber hauptsächlich geht es mir irgendwie um das zu zeigen, damit man auf die Idee überhaupt kommt, irgendwie, was denn eigentlich alles machbar ist und die Leute, dass die Leute einfach irgendwie sehen, irgendwie, wow, super, das will ich vielleicht irgendwie auch so ähnlich machen und so. Genau. Das ist seit 2018. Vielleicht sollten wir jetzt dann auch langsam gucken, dass wir weiterkommen, dass wir dann wenigstens einen Slot komplett durch erklärt kriegen, weil sonst rennt uns die Zeit davon. Ja, oder wir machen dann, wie gesagt, wir müssen noch mal ein Unify-Special machen. Also nee, auf Unify will ich jetzt gar nicht irgendwie so weiter irgendwie eingehen und auch gar nicht auf die spezielle Programmierung, nur so viel irgendwie, dass das so funktioniert. Ja, ich habe mir noch ein anderes Programm geschrieben, das nur Folgendes macht. Er liest mir dieses Programm, liest mir quasi diese Verzeichnisse aus und macht daraus ein Skript. Es füllt mir für mein Gig-Performer-Scripting verschiedene Arrays, wo dann Gig-Performer einfach weiß, hier das Instrument so und so, muss ich zu Unify die und die Bankbefehle und Program-Change-Sachen liefern und das heißt so und so und ich habe diese Kategorien und da sind die und die Instrumente drin und ich habe auch sogar hier in den Dateinamen, man sieht, manchmal sind so Unterstriche drunter, manchmal steht hier Unterstrich Sustain drunter. Das sind noch verschiedene Sachen, die dann Gig-Performer interpretiert. Aber wie gesagt, also das ist eine größere Sache. Nur da so viel zur Idee, ganz einfach irgendwie so ein Container-Plugin quasi verwenden, dann ist man dann kann man solche Sachen machen. Dann hast du quasi diesen so einen Slot auch im Wiring View, schalt gerade noch mal kurz um. Dann hast du, das ist dann standardisiert, ne? Also jede Spalte hier ist eigentlich, sieht aus wie die nächste. Aber der Inhalt definiert sich dann halt über zum Beispiel Unify oder was dann noch so drin steckt. Genau, hier ist immer dieses Unify-Plugin drin. Und wenn ich irgendwie ein Instrument irgendwie wechsle, dann, man hat es gesehen, ändert sich hier das Instrument in den Unify-Container. Genau. Man hat es auch unten im Plugin-Block gesehen, da ändert sich die Beschriftung auch. Genau, habe ich das so gemacht, dass sich da die Beschriftung auch ändert und hier auch schön in dem Slot. Sehr cool. Also Stefan ist auch voll des Lobes. Er hat gemeint, nett. Als Fazit. er hat verstanden, was jetzt dahinter steckt und ich glaube, dass... Also man muss es nicht so machen. Also, das ist ja sowieso die Sache, aber also man muss es nicht so machen. Ich habe auch am Anfang habe ich das auch nicht so. Ich wusste nichts von Unify. Irgendwie der Piano Paul von unserem Forum hat mich da irgendwie mal drauf aufmerksam gemacht, dass es hier sowas gibt.
davor habe ich ja auch gesagt, ja, okay, ich mache mal meine Slots 1 bis 4, vielleicht mache ich nur Omnisphere-Instrumente und so weiter. Mhm. Und habe dann auch tatsächlich am Anfang auch mit den mit der Funktion Gig Performer Presents zu laden und zu speichern, ja, auch per Skript, habe ich das so verwendet da. Aber letztendlich bin ich dann auf dem dann gelandet, weil wenn man das so macht wie ich jetzt hier, habe ich nämlich noch einen ganz großen Vorteil mit Cubase zum Beispiel oder anderen Sequencer, wie auch immer, Software, Sachen, wo man andere DAWs, habe ich dieses Unify-Plugin ja auch und habe dann dort auch genau die gleichen Presets, Standard-Sounds, die ich mir hier zurechtgelegt habe, meine Lieblingssounds, 1:1 genauso. Kann die quasi im Unify, ja, im Cubase irgendwie öffnen, ja, und dann kann ich genau den gleichen eben auch das wäre nämlich dann andersrum, also wenn man jetzt seine Sounds nicht so aufstrickt wie du, sondern einfach nur im Gig-Performer sich einen coolen Rackspace zusammenklickt, der Sound ist geil, und würde jetzt aber das ganz gern in Cubase aufnehmen oder in Ableton oder wie auch immer, dann musst du schon wieder ein paar Verrenkungen machen, dass das auch dort richtig ankommt, ne? Wenn es überhaupt möglich ist. Ja, also die Verrenkung mache ich dann trotzdem schon auch, aber mir geht es dann beim Komponieren quasi mal schnell meine Standard-Sounds, die ich mir schnell meine Lieblingssounds anwählen. Wenn ich so Kombinationen, also ich nenne das jetzt noch Kombinationen, so ein Rackspace komplett mit diesen 16 Slots, ne? Wenn ich so eine Kombination dann irgendwie mache, gelayert, gesplittet etc. zum Umschalten und so, da mache ich mir nicht die Mühe, das 1:1 dann irgendwie genau so mit den Splits und so weiter nachzubauen in Cubase oder andersrum, sondern da geht es wirklich nur um diese Haupt Standard um so einen Grundsound, ne? Genau, dass der einfach, dass ich die genau gleich irgendwie habe und zum Auswählen. Ja. Also das ist ein sehr großes Kapitel, aber ich hoffe irgendwie, dass es einigermaßen okay ist, so von der Antwort. Ja. Genau, und dann können wir mal ein bisschen schneller weitermachen irgendwie. Ja. Select ist einfach genau das gleiche wie dieser blaue Balken, der bei mir am Handy ist. Das heißt irgendwie, welcher Slot soll reagieren auf meine Hardware-Controller von meinem Keyboard. Ja. Also wenn das, werden wir hier mal ein zweites Instrument an, das nicht so langweilig ist. Wollte gerade noch kurz einwerfen, ist vielleicht bei der Vielzahl der ganzen Bildschirmelemente jetzt, fällt nicht direkt ins Auge, aber direkt am rechten Rand dieser 16er, dieses, da steht, ist ja auch immer ein Label, was eigentlich schon beschreibt, um was das es in dieser Zeile jetzt geht, ne? Genau, so kann ich jetzt quasi, wenn das blau ist, genau, mit meinem Regler hier trotzdem die Lautstärke oder die anderen Sachen hier verändern, die ich eben verändern möchte. Mhm. Und wenn das hier blau ist, dann regelt das eben diesen anderen Slot. Genau. Dann klar, der Name von dem Instrument, was ich geladen habe, dann die Lautstärke, haben wir schon, Lautstärke, Volume, dann habe ich drei Send-Effekte. Einmal Hall, Delay und noch ein Special-Effekt. Das standardmäßig, glaube ich, verwende ich selten. Ich glaube, irgendwie Ringmodulation drauf. Ja. Genau. Aha. Aber diese drei Effekte kann ich irgendwie, egal welcher Sound jetzt da geladen ist, kann ich irgendwie einfach da dazu fahren. Also zu jedem beliebigen Sound irgendwie beliebig Hall, Delay oder was weiß ich, was ich eben gerade irgendwie möchte, für alle. Das ist für alle der gleiche Effekt. Das ist das, worum das Wiring-Fenster da so hübsch ausschaut mit diesen Dingern da. Man sieht hier irgendwie, dass alle 16 Kanäle dann eben zusammengehen und da irgendwie dann zu diesem Special FX oder zu dem Hall-Reverb oder zu dem Delay gehen, wo ich dann quasi jeweils den Anteil. Ja, kannst du dann über den Mixer-Plugin kannst du das dann schön regeln. Genau. Kanal. Ja. Das nächste ist einfach eine Audio-Anzeige, damit ich sehe, okay, da kommt gerade irgendwie was raus.
Ja. Und dann habe ich bei jedem, zu jedem Slot habe ich einfach noch ein Equalizer-Plugin noch dazu geschalten, dass ich auch einfach am Keyboard, sieht man mein Keyboard ja, Ja, man sieht's. hier einfach besser rein und raus auf die Schnelle, dann hier Mitten oder Höhen. Also ich habe für jedes Instrument, was ich geladen habe, einfach mal schnell, hey, mehr Auch, Bässe, weniger ja, auch schnell mal Bässe, was angepasst, ne, wenn es mehr gerade mal nicht Höhen, so passt. Ja. ganz genau. Einfach schnell angepasst, Mitten, Höhen irgendwie und Bässe. Ist alles per Scripting irgendwie in dem Fall irgendwie jetzt ein Vorteil, dass ich keine Widgets jetzt irgendwie extra zeichnen musste dafür, sondern der Parameter wird dementsprechend auch wirklich Direkt direkt geändert. angesteuert, ne? Und auch wenn er gen 0 geht, wird er auch ausgeschaltet. Ne? Also auch, dass da nichts, keine Ressourcen verschwendet werden. Okay. Dann habe ich die Oktavlage. Also man sieht übrigens hier auch, also ich habe so viele Widgets, dass es aus Platzgründen der Wert unter jedem Widget irgendwie gar nicht dargestellt werden kann. Darum habe ich mir hier sowas gemacht, der mir dann anzeigt, was ist es denn für ein Parameter und welcher Wert hat dieser Parameter Ah gerade, den ich hier ja. verändere. Viel besser, ja. Naja, viel besser. Naja, ich würde, ja gut, aber ist was anderes. Ich hätte noch Wünsche dann auch. Ja gut, wir sind ja Okay. wahrscheinlich noch nicht am Ende der ganzen Entwicklung. Vielleicht kriegst du deine Wünsche noch unter. Und das nächste ist hier dieses Upper und Lower. Soll einfach der Klang irgendwie im linken oder im rechten Keyboardbereich rauskommen. Ja. Der Splitpunkt könnte ich hier oben einstellen. Habe ich mir jetzt nicht großartig Mühe gemacht, weil ich ihn eigentlich, wenn ich ihn verändere, über das Keyboard auch einstelle. Ich habe mir hier gemacht, okay, wenn ich hier diese A3 gedrückt halte, kann ich direkt einfach nur hier diese Taste drücken, Und dann wo ist ich das den Split Splitpunkt dort, wo habe und wunderbar. man sieht genau, wie sich dann der Splitpunkt ändert. Ja. Sehr cool. Bevor wir jetzt hier weitermachen, glaube ich, Upper Lower, genau, das habe ich gerade ja, und jetzt kommen wir zu gesagt. Auto-Hold Ja, und Solo. machen wir vielleicht Auto-Hold und Solo noch. Auto-Hold ist, wenn das an ist, dass die ohne Systempedal, dass der Nimm mal Klang quasi irgendwie gehalten. einen Flächensound oder eine Orgel, der dann wirklich stehen bleibt. Hier machen wir auf den Chor, machen wir es hier auf dem zweiten. Der Klang bleibt quasi so lang stehen, bis ich wieder oder der Akkord, die Tasten, die ich quasi gedrückt habe und gleichzeitig dann quasi loslasse, bleiben so lang, bis ich dann wieder irgendeine andere Keyboard-Taste drücke. Ja, Oder cool. bis ich hier diesen Reset-Schalter drücke, wo ich sage, trotzdem still. Ja. Ist vielleicht auch manchmal notwendig. Genau, das ist ja ganz nützlich, wenn man jetzt irgendwie solche Sachen haben will. Mache jetzt irgendwie mal hier im Lower-Bereich dieses Dings, das E-Piano nach oben und oktaviere dementsprechend auch meinen Chor wieder, dass der irgendwie okay klingt. Und jetzt kann ich hier einfach für den Lower-Bereich dieses Auto-Hold anmachen und könnte quasi trotzdem mit zwei Händen solieren oder das E-Piano quasi spielen, bis ich dann quasi wieder einen anderen Akkord greife. Und das alles ohne jetzt das Sustain-Pedal überhaupt berührt zu haben. Oder mehrere. Oder mehrere Sustain-Pedale, ja. Ich will nur eins Ja, ist klar. mitschleppen. Also mein Equipment ist wirklich eigentlich, genau, es ist nur dieses A800 Keyboard, das Genau, darauf Handy, wollten wir ja noch ein mein bisschen Laptop. hinweisen, ne? Also ich will oder ich kann wirklich mit in der S-Bahn, also mit dem Zug oder zu Fuß quasi zu Auftritten gehen. Ja, du hast Wenn dein leichtes Controller-Keyboard, das A800, das wiegt ja nichts, ist auch nicht allzu groß. Ein Laptop, ein Audio-Interface, das war es im Großen und Ganzen, ne?
Ich habe ja bestens vorbereitet für die Sendung, habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Moment, wo ist es denn? Ah ja, da. Moment, das wieder hochmachen. Tatsächlich nur ein Laptop. Genau, und da habe ich mir sogar aufgeschrieben, was für ein Prozessor vielleicht interessiert es jemanden. Also ich habe 2018 gekauft. Genau. Und das war ein i7-8700 3,2 Gigahertz. Ja. Und 64 Gigabyte RAM. Ja, das ist eigentlich halt immer nützlich, wenn man ein bisschen mehr mit Samples arbeitet. Und dann kann man eigentlich nie genug RAM haben. Ne? Ja, wenn wir viel gleichzeitig irgendwie geladen haben. Ja, genau. Genau. Ja. Genau, und außer dem Laptop und das Netzteil vom Laptop, das Keyboard, dann noch ein kleines Audio-Interface, da nehme ich auch irgendwie das habe ich auch, wie heißt das? Ja, von Native Instruments, das Complete Audio 6, sogar noch irgendwie so eine alte Variante, die gibt es, glaube ich, leider gar nicht mehr, gibt es noch eine neue, weiß ich nicht, das ist da genauso. Aber mir war es wichtig, oder mir, da das funktioniert auch Bus-Powered und ich brauche nicht viel, ich stecke da kein Mikrofon an, ich will einfach irgendwie das... dass es funktioniert, dass es klein ist, leicht ist, habe da meine 4 oder 6 Ausgänge, hätte sogar noch MIDI, brauche ich alles nicht. Genau, und dann noch ein Sustain-Pedal und 3 USB-Kabel und 2 Klinkenkabel. Das war's. Ist nicht sehr viel. Nee, Rucksack voll und eben das Keyboard in der Keyboard-Tasche. Das ist schön. Genau. Vorausgesetzt, ich kann mein Keyboard dort irgendwo hinstellen oder draufstellen, aber die Autofahrer nehmen dann schon mein Keyboardständer, meinen Hocker und so weiter schon auch noch mit. Wie freundlich. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt einfach die linke Seite noch fertig erklärt kriegen und ich glaube, dann müssen wir auch danach für diese Folge die Reißleine ziehen, ansonsten sind wir bis heute Abend noch mit beschäftigt. Vielleicht können wir ja dann einfach auch später noch oder irgendwann später nochmal eine weitere Folge nachschieben, wo wir dann diese rechte Seite nochmal ein bisschen beleuchten, wenn es gewünscht ist. Es sind schon viele, es ist schon noch sehr viel interessant. Ich glaube, soll ich jetzt irgendwie stur weitermachen oder soll ich irgendwie auf das Interessante noch schnell eingehen und teasern? Das ist irgendwie die Frage. Ich glaube, dann mach lieber das Interessante. Genau. Weil ich meine, was haben wir jetzt hier? Das ist irgendwie Sustain, das sind jetzt einfach Filter. Man kennt es, die Korg Workstations kennen irgendwie, da hat man irgendwie auch pro Kanal heißt da irgendwie, kann man halt sagen, wo soll das Sustain-Pedal funktionieren, wo sollen die Controller irgendwie anders aus sein, wo soll Aftertouch funktionieren, wo soll das Pitchband funktionieren, wo soll Modulation funktionieren. Das ist eigentlich das, was du uns schon gezeigt hast. Man kann das standardmäßig quasi vergleichen wie hier, irgendwie, dass irgendwie in Gig Performer schon vieles irgendwie drin ist. Genau. Die Sache ist, dass halt, ich weiß gar nicht, wie es in der aktuellen Version ist, aber zumindest damals, ich wurde quasi auch ein bisschen gezwungen, damals gab es auch noch kein Scriptlet und so weiter. Und ich wurde dazu gezwungen, wenn ich eine Funktion irgendwie hatte, die ich gescriptet habe, haben die ganzen anderen Sachen hier drinnen gar nicht mehr funktioniert. Ich musste mir die irgendwie dann irgendwie auch skripten. Ja. Und so ist es irgendwie jetzt entstanden, dass irgendwie ziemlich alles gescriptet ist. Aber jetzt mit dem wahnsinnsentscheidenden Vorteil, ich kann wirklich spielen. Es ist jetzt wirklich randommäßig, was wir hier machen. Ich spiele jetzt irgendwie das Autosustain noch mit. Machen wir mal aus. Und wenn ich irgendwas gehalten habe, und das betrifft jeden Parameter, sogar auch die Lautstärke, machen wir mal Folgendes. Nehmen wir mal an, ich spiele ganz normal hier in dem ersten Variation so ein E-Piano. Und will in der zweiten Variation, ich habe hier übrigens irgendwie hier diese 5 Variationen sind irgendwie hier gleichzusetzen mit diesen Dingern hier am Handy.
Aber ich bin natürlich gute nicht, Reihe, ne? ich bin nicht begrenzt auf 5. Ne? Das noch, war auch irgendwie schon mal irgendwie eine Frage. Also ich kann da so viele Variationen machen, wie ich will. So, habe jetzt bei der zweiten Variation aber so eine Einstellung, dass ich das E-Piano schon auch weiterhin benutze, aber beispielsweise leiser. Ich mache mal die Gesamtlautstärke ein bisschen lauter. Ja, genau. Leiser und in den linken Bereich und 2 Oktaven oktaviert. Und habe dann rechts, ne, kein Chor, sondern irgendein Lied, egal. Ups. Leiser. So, jetzt kann ich hier nochmal zurückwechseln. Oder auch hier mit den Tasten, so mache ich es normalerweise natürlich am Keyboard. Kann jetzt das E-Piano spielen mit der Lautstärke 90. Ah, E-Piano gefällt mir nicht, in dem Fall zum Zeigen, weil ich mache mal den Chor, auch wenn es nicht so sinnig ist. Und mache den Chor jetzt hier in die linke Hälfte. So. Mach leiser. Hab auf meiner ersten Variation aber noch den Chor mit 90, also mit Lautstärke 90 und 0 Oktavierung. Und ich wechsle jetzt zur anderen Variation. Zack. Ton bleibt. Und der Ton bleibt auch auf Lautstärke 90. Er wird nicht leiser. Er wird erst leise, wenn ich tatsächlich meinen Chorsound jetzt neu anspiele, der jetzt nur rechts zu hören ist, oben eigentlich nicht. Oben ist das analog, dieser analoge Lead-Sound. Ich höre trotzdem aber noch hier den Sound von diesem Chor mit der Lautstärke 90. Erst wenn ich Ja. jetzt hier den Chor nochmal spiele, mit der linken Seite jetzt, mit der Lautstärke 60, Ja. übernimmt er die Lautstärke 60. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie deutlich genug war. Ich kann es nochmal machen und noch leiser machen. Ja. Chor 90. Hier. Das war sehr deutlich. Und so Ja, funktionieren erstaunlich. aber so funktionieren halt auch alle Parameter. Das heißt, er wartet wirklich ab, wenn ich. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Simulation, das Pitchrad. Wenn ich jetzt sage, in der nächsten Variation möchte ich den Lead-Sound haben ohne Pitch. Ja. So geht er nicht. Hier habe ich ihn. So, wenn ich jetzt hier das Pitchrad gerade nach unten ziehe, ich den Sound aber trotzdem wechsle, reagiert der Sound nach wie vor auf das Pitch, bis ich die Nullposition erreicht habe. Und dann nicht mehr. Dann sendet er nichts mehr raus. Sodass mir nicht passieren kann, dass es irgendwie. Und so geht es mit allen Parametern, mit Sustain, also mit Krass. wirklich allen. Wichtig Ja. auch natürlich mit der Oktavierung, da bleibt irgendwie nichts hängen oder sonst was. Wenn ich hier die Oktavierung irgendwie, hier habe ich es, drücke, ich kann den halten ich kann also quasi spielen, oktavieren und oktaviert weiterspielen. Das andere klingt quasi noch. Der Hammer. Und so kann ich quasi sehr schnell, also das ist zum Jammen dann wichtig. Ich habe, sagen wir mal, ich wähle mir einfach irgendwelche Instrumente hier jetzt mal in die Slots. Vollkommen, also wirklich jetzt irgendwie Ja, also vollkommen ihr seht schon, das randommäßig. ist Und mächtig, mächtig und tief. ich kann diese Sounds kombinieren, kann aber auch sagen, okay, jetzt spiele ich mit dem, will eine andere Variation haben und spiele mit den Parametern dann rum und kann aber trotzdem wieder zu dem eigentlichen Sound zurück oder sogar auch quasi wechseln und alle gleichzeitig quasi spielen, ohne dass da irgendwas schief läuft. Großartig. Ja, also Und ich, jetzt ein ja, Teaser noch. Oh, komm, ich ein Teaser, ja gut, einer geht noch, weiß aber dann ist, nicht.
auch aufgrund, ja gut, aufgrund der Tatsache, machen wir nochmal irgendwie nur ein Instrument an. Aufgrund der Tatsache, dass alles in diesem Container drin ist, Unify VST, kann ich standardisiert hier auf Klangparameter zugreifen. Also am Handy, man sieht es auf der rechten Seite hier, das, was hier blau ist, ja, was ich hier blau beschriftet habe, Wah plus Release, Boost, Chorus, Phaser, Key, Noise. Das ändert sich dementsprechend, was ich gerade hier ausselektiert habe quasi. Und jetzt für dieses Instrument, für dieses E-Piano, sind es eben die Parameter Wah-Wah an oder aus. Genau. Das kann ich hier auch an den Tasten machen. Wechsel doch gerade mal im gleichen Slot das Instrument. Dann müsste sich ja eigentlich die Beschriftung von deinen Effekten auch ändern, oder? Im gleichen Slot das Instrument. Also wenn du jetzt statt Vintage Grunge nimm irgendeinen Lead-Sounder da, keine Ahnung was. Das ist nicht das, was anders, sondern das, was halt irgendwie hier, genau, hier jetzt irgendwie ist. Ja, genau. Das sind die Parameter von dem Chor. Genau. Aber gut, es muss ich irgendwie beides, irgendwie, sonst hört man ja nur eins, beides anmachen. Ich kann jetzt quasi Cut-Off vom, ich kann es am Handy auch machen, also Cut-Off verändern von dem Chor. Das kann halt dies, upsa, genau. Am Handy meist normalerweise nicht. Also am besten einfach hier mit meinen Klangreglern irgendwie vom Keyboard. Ja. Sehr cool. Habe ich quasi für jedes Instrument, jetzt gehe ich zum E-Piano, verschiedene Klangparameter, die ich verändern kann. So habe ich nicht nur irgendwie, nicht nur. Ups. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt sitze ich leider alleine da. Warum der Markus jetzt urplötzlich verschwunden ist, kann ich nicht sagen. Ihr habt jetzt gesehen, was mit Gig Performer eigentlich alles machbar ist, dass alles sehr, sehr gut funktioniert. Markus, falls du dann jetzt irgendwann den Stream vielleicht das Ende noch offline betrachtest, vielen, vielen Dank für deine Mühe und für deine Arbeit. Vielleicht kommst du ja noch mal kurz dazu. Ich weiß es jetzt nicht. Lass mich überraschen. Ansonsten, liebe Leute, falls ihr Fragen habt, kommt zu uns ins Gig Performer Forum. Den Link seht ihr in den Shownotes. Dort stehen wir euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und ja, ansonsten sage ich nochmal Danke an all unsere Zuschauer und die sich das nachher nochmal. Ah, da ist er nochmal. Okay. Ich habe mich jetzt gerade schon prophylaktisch von den Zuschauern verabschiedet. Du warst plötzlich weg. Der Tab vom Browser ist abgestürzt. Also nichts. Nichts ist abgestürzt, nur der Tab vom Mozilla Firefox Browser. Ja. Und ich hab's nicht gemerkt. Na gut, ich glaube, es wird aber auch Zeit. Wir haben jetzt schon eine Stunde 20, haben wir voll. Ich glaube, wir machen einfach irgendwann vielleicht nochmal eine Folge, wenn die Leute das wünschen. Wenn ihr das wollt, schreibt uns das, schreibt es ins Forum oder irgendwo hier unter die Kommentare. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und gehen dann nochmal mehr auf die rechte Seite von deinem Rackspace ein. Vielleicht hat sich bis dorthin auch nochmal irgendwas Interessantes getan, was der Erwähnung wert ist, ne? Genau. Dann nochmal an dich in Person vielen, vielen Dank für deine Arbeit, dass du hier den Stream mitgestaltet hast. Nichts zu danken. Also mir ist es wichtig, irgendwie da jetzt irgendwie, also ich habe, man kann das alles irgendwie besser und anders machen. Mir war es nur irgendwie wichtig, oder danke eigentlich auch zu sagen, dass ich da jetzt irgendwie mit Gig Performer eigentlich so eine Software habe, wo ich wirklich den Schmarrn, in Anführungszeichen, ne, also meine Idee da wirklich umsetzen konnte, die ich schon lang hatte, auch wenn die Entwickler noch gar nicht dran gedacht haben, dass man die Software auch so nutzen kann, sondern ja, dass es so offen ist, dass man wirklich alles damit machen kann. Und ich wollte damit eigentlich den Leuten nur Ideen geben, von wegen, boah, okay,
machbar ist es. Das kann ich vielleicht nur rausfinden. Nörde ich mich da rein? Wie geht's? Das Forum hilft ja auch, wie gesagt, eigentlich immer. Absolut, absolut. Genau. Und wie kann ich es besser machen? Michelle oder wie man deinen Namen spricht aus den Niederlanden, mach's besser, es wäre cool. Ja, ich gehe davon aus, dass von der Seite auch noch einiges kommen wird. Ja. Vielleicht also nicht morgen, von, aber er ist ja dran. Ja, dann, liebe Zuschauer, nochmal vielen Dank an euch. Wir sagen tschüss und wir sehen uns dann im Forum, ne? Markus. Ach so, ja, okay. Ja, winken zum Abschluss. Tschüss, tschüss. Okay. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Ciao.